Der Cop hat dann zu mir gesagt: Bleiben Sie erstmal stehen, ich will Ihren Ausweis sehen. Doch ich hab gesagt: Lutsch meine Eier. Lutsch meine Eier. Lutsch meine Eier, Dreckskopf. Scheiß auf die Cops, ich kauf mir Cockroaches im Glas und dazu ein bisschen Gras. Lutsch meine Eier. Lutsch meine Eier. Papierdrachen fliegen durch die Luft. Spar-Abo bei der Bahn, er spart dir einen Haufen Geld. Du fährst durch die Nacht, du fährst durch die Welt. Lutsch meine Eier, das sagst du zu den Cops. Lutsch meine Eier. Grünes Gras wächst dir aus der Nase. Lutsch meine Eier, das grüne Gras, es blendet. Das grüne Gras, es brennt. Das grüne Gras, es brennt. Und der Cop sagt: Bleiben Sie bitte stehen. Ich halte mein Automobil an der Straße an. Ich sag zu ihm: Was soll der Scheiß? Ich hab ne geile Baseline eingesteckt. Und lutsch meine Eier. Lutsch meine Eier. Lutsch meine Eier. Lutsch meine Eier. Dreckiger. Lutsch meine Eier. Lutsch meine Eier. Lutsch meine Eier. Lutsch meine Eier. Deutscher Schäferhund heißt dann auch nochmal Reinhard. Ich erstatte ihm seine Lebensenden. Ich setz ihn dann an der Straße aus. Der kleine Hund, er nannte sich Reinhard. Die Cops halten mich dann auf. Doch ich geh durch die Straßenbahn. Ohne Ticket. Gangster for life. Ah, lutsch meine Eier. Lutsch meine Eier. Geh zum Spar. Geh zum Spar. Ich hab kein Geld mehr in der Tasche. Lutsch meine Eier. Lutsch meine Eier. Lutsch meine Eier. Lutsch meine Eier. Und dann ruft das Telefon und man sagt mir. Und dann heb ich ab und an dem Telefon wird mir dann gesagt: Hey, Sie haben 1000 Rechnungen noch nicht bezahlt. Doch ich antworte nur mit dem, was mir gegeben wurde. Lutsch meine Eier. Der Mathelehrer sagt, ich habe eine Aufgabe, doch ich sag: Halt doch deine Schnauze, mich interessieren die Zahlen nicht. Alles, was ich wissen will, ist die Gicht. Der Knochen tut weh, die Muskeln sind hart, doch alles, was ich weiß, das ist am Start. Ich bin ein cooler Rapper, ich stehe in der Bravo, ich hab 10.000 Follower und das ist cool. Mein Mathelehrer sagt, komm, löst die Aufgabe, doch ich sag: Lehrer, halt die Schnauze, ich mach viel lieber Sudoku beim Kaffee. Sudoku!
du kommst, dann gab er mit der Runde den Bad. Ich hab die Tausend. Ich hab die Tausend. Jungfrauen im Pensionistenheim. Jungfrauen im Pensionistenheim. Ich setz mich in die Brennnessel und der Postbote sagt, was ist denn das? Was ist denn das? Ich setz mich in die Brennnessel und der Postbote sagt, was ist denn das? Was ist denn das? Boom. Verboten, der Wald brennt. Ein Abo beim Kino wird dir geschenkt. Schabe sitzt in der Marmelade. Ich fahr den Porsche gegen die Wand. Der Regenmantel steht mir noch immer gut. Der Regenmantel steht mir immer noch gut. Wenn's regnet, trage ich einen Hut. 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 Und Gretel, sie sagt dann zu dem Opa: Woher kommt unsere Familie? Aus Ungarn. Salami. Salami blättert über die weite Rose. Salami blättert über die Rose. Und dann halten mich die Cops auf und ich sag zu den dreckigen Cops: Lutsch meinem Sack! Lutsch meinen Sack! Sack! Lutsch meinen Sack! Sack! Lutsch meinen Sack! Wir sehen 10 Cent für deine Wäsche. Unser Name kommt von einem reichen Dude. Er kaufte sich ein Wäschegeschäft und sagte: Ich wasch für 10 Cent. 10 Cent für deine Wäsche ist nicht nur eine Band. Wir sind ein Movement, fast was eine Religion. Wir glauben nicht an Gott. Ist das Schafott? Diese Session hat ziemlich ernst aufgehört. Darum werde ich jetzt noch einen Witz erzählen. Fährt ein Priester auf der Straße und wird plötzlich von der Polizei angehalten. Der Polizeioffizier sagt zu dem Priester: Hey, Entschuldigung, wir suchen einen Kinderschänder. Der Priester sagt: Ich habe keinen gesehen,
fährt dann mit dem Auto weiter. Er dreht um, fährt zurück, öffnet sein Fenster. Er blickt dem Officer in seine Augen und er sagt: Okay, ich mach's. Okay, ich mach's. Er mag's! Gestern Abend erzählen uns von einer Erbse, sie ist gewachsen und immer weiter in den Himmel hinauf. Wir haben sie nicht mehr gesehen, doch 10.000 Menschen können beschwören, dass diese Erbse immer weiter gewachsen ist. Sie war einmal ganz klein, doch dann wurde sie immer größer. Sie hatte einen Namen, ihr Name war Hans. Eine Erbse, die Hans heißt, das ist doch echt mal etwas ganz Merkwürdiges. Darum auch die Nachrichten. Willkommen beim ARD, es ist 20.15 Uhr, doch jetzt die Nachrichten vorbei. Wir hatten ihre Nachrichten mit den Erbsen und dem ganzen Brei. Alles, was sie haben jetzt, ist ein 5 Monate altes Kind. Doch das Baby, es interessiert es nicht. Es kann nicht mehr atmen. Atemgeräte. 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 Sauerstoff. 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 Sauerstoff! Sauerstoff! Sauerkraut! Sauerkraut wächst im Garten. Die Mutter sagt: Was ist denn das für Spinat? Ich sag: Mutter, halt dein Maul, ich schlag dir ins Gesicht. Ich schlag dir ins Gesicht. Rap. Rap. Soziale Versicherung. Das Amt regiert heute. Winnie Pooh ist doch nur ein Bär. Revolution! Sie wandert durch das Meer. Die Krake, sie wandert durch das Meer. Ein Stein behindert ihren Gang. Sie frisst ihn auf. Sie spuckt ihren Körper auf den Boden.
Gewinner kann niemals gewinnen. Krebse fressen ihre Artgenossen. Tausend Bilder im Internet, von dir selbst hochgeladen. Künstliche Intelligenz frisst deine Persönlichkeit. Du kaufst bei Amazon dein eigenes Leben. Ein Puzzle mit 1000 Teilen, bestehend aus deinem Charakter, deiner Persönlichkeit und deiner Familie. Ein Puzzle mit 1000 Stücken. Du kaufst es im Prime-Spar-Abo. Alles, was dir bleibt, ist nur. 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 Du gehst nach Hause an dem Weihnachtsmorgen. In deiner Wohnung ist nichts anderes als Spanholz und Blätter, die niemand bezahlen kann. Afrika. Billigste Arbeitsplätze ermöglichen dir dein Leben. Du konsumierst Plastik jeden Tag und verstopfst damit die Venen von Mutter Erde. Spinat und Mais verträgt sich nicht. Davon kriegt man Durchfall. Soletti mit Cola helfen selbst bei der übelsten Verstopfung. Sie lächelt mir zu.
zu. So Letty und Cola schmecken einfach gut. Einfach gut. Die Katze vom Nachbar, sie lächelt mir zu. Mir zu. Einfach gut. Die Katze vom Nachbarn, sie lächelt mir zu. Mir zu. Fern von jeglicher Vernunft. Ja, normal. Nein, das war Hoffnung. Oh, wir sind am Zenit. Wir sind am Zenit unserer Schaffenskraft. Alter, das war eine Session.